Genau, wir können schon raus. So, ich bin das letzte Mal hier hinter und da hat mich Cat erschossen. Da waren wir stehen geblieben. Ich sehe dieses Bild. Genau, jetzt erschießt sie uns ja wieder. I never would have thought you so naive. It's all your fault. You could have stopped this whole thing. Your army buddies, the villagers, me. We're all in danger, as long as you're alive. Schießt uns einfach rücklings in den Kopf. Okay, mehr hatten wir dann das. Die Zelle war beim letzten Mal noch nicht da. Genau, wir sind dann hierher und dann habe ich hier gestoppt. Nee, okay. Ich glaube, spiegelt sich jetzt ein bisschen unser Leben hier wieder? Ich komme immer noch nicht ins Tagebuch rein. Hallo Redrox, hallihallo, na, alles gut bei dir? Ich meine, wir sind ja jetzt der, oh Gott, wie heißt der, Wahrheitssucher? Alles schicki und selbst. Ja, auch alles gut, alles gut. Ich weiß nicht, ob du das hier gesehen hast, dass ich in letzter Zeit gespielt habe. Ich warne nur vor, wir werden gerade total irre. Also, unser Verstand ist nicht der beste. Und ich frage mich jetzt gerade, ob das, was wir sehen, jetzt die Sachen sind, dadurch, dass wir jetzt der Wahrheitssuche sind, die Sehnsüchte der Leute. Ich hoffe nicht. Ja, dann würde ich sagen, alles auf Anfang, ne? Dom, what happened? Come, you'll want to hear what these two idiots have to say. This better be interesting. Seems like someone decided to grant you your deepest wish. A mutiny? Worse. They killed Chief West. What? And left his body in one of our warehouses. You're kidding. They're all yours. Which one of you is dumb enough to kill a cop and throw him on my doorstep? We don't know nothing. The dead body in my warehouse disagrees. We swear, miss, it's not us. I don't have time for this. Spill it. We've got nothing to do with it. Ich habe nichts damit zu tun. Den linken Mann. Kann ich nicht beide schlagen? Boah, ich habe schlechte Laune. I want to know everything about the corpse over Aber wir wissen, dass Cat so ein bisschen swear, brutal you ist. The same end. If we speak to you, we're dead. If we don't speak to you, we're dead. What? No. Listen, miss. We didn't see what happened, but we heard noises and talkings like we've been betrayed. By whom? Go, look at the body. You'll find out for yourself. Interesting. Let's go, Dom. Where is this workshop? I'll go with you. He must be talking about the old boat repair workshop. Release our friends, you bunch of pickaroos. Yeah, they've done nothing wrong. Apart from killing a cop on our turf. That's hooey.
Do you want me to settle it with some lead? Scurvy dog always threatening us. Quieten these lunkheads down before I shiv the lot of them. I'll take care of them. A bunch of liquor sponges aren't going to lay down the law around here. I'll take a look at this workshop. Join me when you're finished. Die Leiche untersuchen. So, kann ich mit euch Knusperköpfen reden? Nein, kann ich nicht. Ich schaue mich jetzt erstmal um. Das ist So. Dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn jetzt hier? Da haben sie gespielt. Das Licht. Der. Da oben? Here we are. Also gut. Okay, das geht da hinten weiter. Ich gucke mich erst mal um. So. Da gibt's sogar. Ich dachte, ich komme jetzt hier hoch. Ja. Okay, gibt's nicht viel zum Umgucken. Da haben wir noch Blut. Da ist nichts. Hier ist nichts. Wo ist denn der? Ah, okay. Ich muss da rein. Ich wollte gerade sagen, sollte hier nicht eine Leiche liegen? So, mein Freund, was kannst du so schön erzählen? One day West's work would kill him. Ah, okay, gut, jetzt komme ich wieder raus. Someone moved the corpse here. Where did the murder happen? We came from here. Naja, das hätte ich dir auch sagen können. Oh, was ist das? Down the stairs. Treppe runter. Dass es hier noch irgendwas gibt, was ich vielleicht übersehe. Aber es sieht nicht so aus. So. Ist der vielleicht runtergefallen? Na. So this is where West was killed. What's that? What the fuck is that? Where did it come from? Okay, da kommt. Oh, das ist immer so hell. He wasn't alone. Who were those guys? There's only one man who smokes these gaspers. Fitzroy. Oh. Okay. Und You're Sarah. Not supposed to be here, truth seeker. What's going on outside? Sie jetzt schießen? Bitte nicht. Was zum? Was? Was ist das Auto? Du musst auch gerade wieder weg. Schön streamt das. Ah, Sally, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Ja, ich sag nur so, bis später. Ich schaue auf jeden Fall heute nochmal rein. Und warum bin ich jetzt gerade gestorben? Zurück zu Murphy gehen. Next one who comes close gets one in the head. Ah, ich kann nicht schießen. Warte, oh, falsche Taste, glaube ich. Der Retrox. Bin schon wieder gestorben. Warum?
won't have my flesh. You stirb! Wieso komme ich hier gerade vor wie bei Uncharted 4? Ola Brudi, du machst was falsch. Du hast dein Leben. Ah, ich habe auch nächste Woche Urlaub. Ja, aber bin ich nicht da. Leider. Muss ich... What the hell? Dom, get out of here. Go. I'll cover you. Die, you filthy. Muss ich die jetzt alle erschießen? Damn it. Was? Ich verstehe gerade nämlich gar nichts mehr. Ich warte schon die ganze Woche auf den Stream von dir. Huch, Trophäe, ein Angriff auf den Docks. Pierce konnte Cats beunruhigende Entdeckungen durch ihre eigenen Augen sehen. Auf ihrer Suche nach dem Polizistenmörder wurde sie von Inselbewohnern angegriffen. Pierce muss erst noch herausfinden, ob sie überlebt hat. Heute Abend. Den einen Tag habe ich gesehen, was noch da, aber ziemlich spät. Also ich muss sagen, durch die Spätschicht bei dir, Sally, war das sehr gut. Dadurch, dass ich da schon längst eine Stunde zu Hause war, konnte ich mal wieder einen Stream von Anfang an sehen. Zwar nicht bis zum Ende, weil ich mal zwischendurch dann so langsam so weggeknackt bin, aber es ist trotzdem schön, dass wir mal wieder komplett mal von Anfang gesehen zu haben. Und ich habe das Intro von dir gesehen, das neue. Morgen ganzen Nachmittag, aber ich kann alles kaputt machen. Na? So, dann doch wieder den Wahnsinn. Wake up. What happened? Take that weapon, you'll need it. Sarah Hawkins, she... Ah! What? Tell me. My head. You're coming into my head. Grüne Augen. Bradley, damn it, pull yourself together. You got me. I can't resist any longer. Gut, ich hab keine Zeit. Hängt das mit den Albträumen zusammen? Der Kult steckt hinter ihrem Zustand. In ihnen steckt mehr. Wo ist der Hawkins? It's all right, Brad. Just try to calm down. Everything is going to be fine. Ich kann sein, dass ich dir you stupid! I'm telling you, I'm turning into one of them. Bradley, oh. Trust me. He lost. Ja, das hat sie erzählt. They even got Sarah Hawkins. I was unable to stop her. What do you mean, unable? She left with the bookseller. Ja, ja, das wissen wir ja. Alone. Told me she couldn't resist the call. The doctors told me later. They saw her going in the direction of the whaling station. Damn it. I'm turning, Pierce, into one of those things. No, keep fighting it, Brad. Kann ich den erschießen? It's too late. You have to end this. Do it. Kill me. Enough killing. Oh, wir haben ja ein Tattoo, fällt mir gerade auf. Wir fischbrochen, bla bla bla. Now go, you imbecile. Huch, lass mich raus. Das sollte bestimmt noch zum Verhängnis. Nicht fragen, dass sie einfach machen. Sarah Hawkins. Der quält sich doch nur. Ja, eben deswegen. Ich bin ein ganz schlechter Mensch. Ist das Cat? Egal, ich muss erstmal lachen. Mach's gut, Sally. Mach's gut, Sally. Mach nicht so doll. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Jetzt. Ich habe 9 Charakterpunkte. Ich glaube, ich bräuchte jetzt mal Stärke. Das ist nicht verkehrt. Die Redegewandtheit wäre bestimmt auch nicht verkehrt. So. Haben wir das.
Oh, guck mal, wir haben fast nichts mehr von unserem Verstand. Ich bin psychopathisch. Es gibt ein vergessenes Geheimnis, alt und schrecklich, das nur in blasphemischen Folianten oder bei vergessenen und geächteten Ritualen offenbart wird. Wir sind keine Kinder der Vorhersehung. Du kennst die grausame, schreckliche Wahrheit und hast die begänzende Antlitz der Realität gesehen. Na, heute ist chillig. Spar mir die Kraft für euch. Bis dann. Mach's gut, Sally. Ciao. Viel Spaß dir. Oh, guck mal, wir haben eine ganze Menge neue Sachen. Das kennen wir schon. Ach, ich hasse dieses Vieh. Die gestohlene Entscheidung. Wissen hat immer seinen Preis. Ein unbekanntes Wissen hat Pierce in seiner Zelle aufgespürt. Dieses Wesen, das sich selbst Leviathan nennt, bot ihm sein Wissen an. Als er dieses Geschenk annahm, wurde sein Geist wieder in einen anderen Körper projiziert. Er verfolgte die Handlungen und den Fall von Sarah Hawkins. Nachdem der Schlurfer endgültig besiegt wurde, ist sie, die der Leviathan als Orakel nennt, der einzigen Kraft des okkulten Kräfte erlegen. Für dieses Wissen zahlte Pierce einen großen geistigen Preis. Ja, ich weiß. Erste Prüfung. Der Leviathan ist zurück, um Pierce zu quälen. Dieses Mal hat seine Wahl den Detektiv erlaubt, schockierende Enthüllungen über die Inselbewohner zu erfahren. Was erkennst du, die Serie Supernatural? Ja, kenne ich. Ich habe aber, glaube ich, nur ein oder zwei Folgen gesehen. Also, ich kenne es leider. Ich kann dir keinen Namen einer Figur nennen oder sonstiges. Das ist, oh, boah, das ist Jahre her, wo ich das mal gesehen habe. Irgendwie noch in den ersten Staffeln. Über die Inselbewohner zu erfahren. Wo bist du denn die? Er für seine Verbündeten hielt. Jede weitere Wissensfetzen zerstört den Verstand von Pierce weit weiter. Ein Verstand, der schon von Bild- und Klanghalluzinationen, die der Leviathan hervorruft, geschwächt ist. Diese Begegnungen zerren erheblich an seiner geistigen Gesundheit. Er läuft Gefahr, komplett dem Wahnsinn zu verfallen. Ja, das ist ja mein Ziel in dem Spiel. So. Na? Da, ach so, da ist nichts neu, aber hier, Orte, ist jetzt nur der Hafen, verlassene Mine. Ja. So. Warte mal. Da, so. Kapitel 11. Der Tatort. Haben wir hier noch was? Nee, der Tatort. Ein Leichnam von Polizeichef West wurde in Cats Revier in einem Lagerhaus gefunden. Durch das Verfolgen der Blutspur konnte die Identität des Mörders in Erfahrung bringen. Es war ein Kultmitglied, das auf der Insel aktiv ist. Andererseits ist unmöglich zu erklären, wie sie an die Information gelangte, dass Captain Fitzroy und Sarah Hawkins anwesend waren. Algernon Drake, der angeblich mit ihr in die Villa blieb, tauchte in ihrem seltsamen Rekonstruktionen der Geschehnisse nicht auf. Mega gut, gönn dir. Die ersten Staffeln sind noch recht lala. Aber so ab dritte, vierte richtig dolle gut. Hab sie schon 6 Mal durchgeschaut. 14 Staffeln. Oh. Bald kommt sogar Staffel 15, damit die letzte Staffel. Aber da gibt's auch Leviathane, etc. Ich glaube, das hat Liv, war ja auch beim letzten Stream dabei. Die hat auch gesagt, Leviathan ist, glaube ich, Drache und weiblich. Kann das sein? Aber es darf nicht wahr sein. Leute, wartet mal. Achso, ich komme hier nicht ins Pausenmenü. Wer seid ihr denn? Oh, wartet mal, ich muss gerade User sperren. Ach, die gehen mir so auf den Senkel. Erstmal hier, zack. Blockieren. Sperren. Ich habe mich letztens schon gefragt, es ist 2 Monate her, seit das letzte Mal jemand kam. Raus mit dem Schmutz, ja. Es ist 2 Monate her, da hat er, dass die letzten kamen. Jetzt ist 1 Monat ausgesetzt, jetzt fragen mich gleich 2. Oh, ich hasse das. Naja, die werden dann wieder bei Twitch gemeldet und dann werden die wieder gelöscht. Oh, das geht mir so auf den Senkel. So echt. Die gehen mir so auf die Eierstöcke. Oh, das ist so. Wenn sie mir wenigstens weiterhin Privatnachrichten schicken würden und nicht ständig in den Streams das machen würden. Und das Blöde, ich habe Links aktiviert, habe ich gesehen. Ja, ich melde die immer nach den Streams. Ich, wie gesagt, mindestens 1 Monat habe ich, also. Und ich will meine Follower und nicht kaufen, also das ist. Ich meine, mein Kanal ist nicht groß und ich bin aber stolz auf meine kleine Größe, also von daher. So, das können wir ja. So, wo haben wir denn stehen geblieben hier? Da gab es jetzt auch nichts Neues, ne? Nö.
Ich würde sagen, wilde Schießerei, hä? So, da komme ich nicht mehr rein. Ich könnte ja eigentlich einfach da durch. Sieht der mich? Die Walfangstation erreichen. Ich teste mal. Sie werden bestimmt sterben. Oh, okay, nee. Ah, oh. Ja, ich bin im Chat. Das ist doch besser, wenn die Zuschauer hier melden. Ja, das auch wieder. Okay, so. Also. Sarah Hawkins was going to the whaling station. Ich würde sagen, wir erschießen die, hä? Was? Oh God. What am I doing? Hä? Was? Hä? Wo kommt denn der her? Scheiße. Hä? Sarah Hawkins. Ist der hergekommen, die Sau? Stop. Ach, da. Oh What am I doing? Hier mal ein Licht an, vielleicht sehe ich ja was. Komm, einfach hier durch und da hinten hinterm Haus lang. Hier komme ich nicht rein. Damn it. Oh, da ist gerade einer hergebackt. Abscheulichkeit von... Ich glaube, das kann man auch optional machen. What the... Was? Was he like the others? Ach, guck mal, wir haben den Unschuldigen erschossen. Ach, ist doch schön. So. What happened here? Ich komme hier nicht rein, schade. Und ich habe meinen Trink nicht bekommen. Die zwei Knusperköpfe sind immer mal bei... Ciao. Ist mir egal, wir drehen eh durch. So. Komme ich hier rein? What are you still doing here, Detective? I need to go to the whaling station. Hallo, Liv. Na? You'll need alles gut bei dir. Schön, dass du vorbeischaust. Go get me a first aid kit. I might have something for you. Was ist passiert? You were chasing Fitzroy, but now you're here, injured. How do you know? There were too many. Got us. If I don't get something to stop the bleeding, I'm a goner. Ja, ja, warte, ich rette dich. Hurry up. I won't last long. So, wo finde ich jetzt im Verbandskasten Kettteilen? Oh, was haben wir hier? Fußball mit allen... hat alle Wege von der Insel wegzukommen zerstört. Die Sau. Kriege ich den jetzt im Verbandskasten her? Ich sollte meinen Feuerzeug lieber zücken. Ich will nicht, dass Cat stirbt. Auch wenn die eine blöde Kuh ist, aber ich will nicht, dass sie stirbt. Kriege ich den jetzt bitte einen Verbandskasten her? Was soll man hier noch? It looks like an old seaway map. Okay. Yee, das ist Essen von der Villa. When they found them, they ate my flesh. And my flesh granted them powers and revelations. Ist das der Charles? You are getting closer, Truth Seeker. Oh.
Ach, das ist der Fuller. The truth, the ultimate truth about life. If I can end to resurrect life, then it will only be a matter of time before I know how to create it. It will be the end of gods, be they ancient and powerful. So, was ist dein Motiv? Höre ich gerade den Dimensionsschlurfer? Oh, bitte nicht. You need a truth seeker. Someone with exceptional sensitivity to his dreams. This gift will lead him to this island. As I am the Oracle, I speak for him we cannot name. Track. Track the truth like the bloodhound you are. What has she done? Egal, ich brauche einen Verbandskasten. Wo könnte denn einer sein? Nächste Frage ist, hat der Fitzroy überhaupt sowas? Ich gehe nicht weg, ehe ich Cat gerettet habe. Jetzt dieses blöde Teil. Ich will die retten. Ciao. Komm, in Autos gibt's Verbandskasten, oder war das damals 1925 noch nicht? Könnte das so ein blöder Verbandskasten sein? Hast du was dabei, Kumpel? Nö. Warte, vielleicht gibt's hier was. Achso. Ey, was haben denn die hier für Mörderspinnen? Den blöden Verbandskasten nicht. Die wird sterben. Ich will nicht, dass sie stirbt. Oh. Hast du was dabei, mein Freund? How many died because of this madness? Ich glaube, ich muss zur Walfangstation. Da leuchtet noch was. Ja, bald hat ist Darkwater, ja. Hat bald keine Einwohner mehr, wenn ich so weitermache. Und ich wahrscheinlich keine Kugeln. I can't take anymore.
ist jetzt offen. Das ist gut. Da wollte ich halt auch schon, wollte ich auch schon mal rein. So. Looks like St. Brendan's critics finally got him. Is that you, detective? Can't leave the damn island, huh? I must go to the whaling station. Ich bin mal offline, ciao, je. Das will ich gar nicht wissen, viel Spaß euch. Was betrifft, was ich jetzt kann. Ich hoffe, ihn dorthin zu kommen, wenn es mir etwas bringt, damit ich die Wunde... Ich rette Cat. Gibt es da eine Apotheke? Nee, eben Krankenhaus. Ich gehe doch nicht wieder zurück in dieses Krankenhaus. Retrox, vielen Dank, dass du dabei warst. Und dann sehen wir uns heute Abend bei Sully. Es gibt ja ein Krankenhaus, aber ganz ehrlich, nee. Da möchte ich nicht hin. Ist das Fuller? Nee. Oh, guck mal. Ciao. Oh Gott, ich glaube, das wird wieder eine Entweder-Oder-Entscheidung. Sorry. Huch. Haben wir den nicht schon erschossen? Komm ich nicht rein. Okay. Wie komme ich da jetzt wieder rein? Oh nein. Warte mal. Da ist versperrt, aber vielleicht ist jetzt hier offen. So. Okay. So, Walfangstation. Hey, ich komme hier nicht runter, warum? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Gut, der liegt noch da rum. Das ist schön. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Nicht gerade irgendetwas gesagt, wo du hin musst. Hab's nicht ganz gelesen. Ich auch nicht. Scheiße. Ach nee, Hauptziele. So, da klappern wir halt eben alles nochmal ab. So ist es ja nicht. Irgendwo wird sich ja noch eine Tür öffnen, hoffe ich. So, da kommen wir nicht rein. Komme ich hier hinten irgendwo lang? Komme ich hier durch? Nee. Du hast auch nichts dabei. Hier komme ich nicht lang. Ich kann nächstes Mal zur... Können wir höchstens hier noch runtergehen? Da war ich noch nicht. Ich meine, ich setze mich auf die Bank, also... Okay, hier geht's auch nicht weiter. Da ich ja auch alle abgeknallt habe, kriege ich auch keine Infos mehr. So, da komme ich nicht ran. Der ist hinüber. Da geht's nicht runter. Da hinten war mehr. Gehen wir noch mal kurz zu Roy. Vielleicht hat er noch mal eine Info. Hier
war jetzt auch nichts, ne? Komme ich nicht rein? Der liebe gute Brandon ist ja zerstört worden, oder? It looks like St. Brandon's critics finally got him. Probably the cult's work. Ne, der sagt nichts mehr. Ich muss da rein und ich übersehe garantiert gerade wieder irgendetwas. Wieso komme ich durch diese Dreckstür nicht durch? Und das liegt nicht dran, weil der da rumliegt. Ich bräuchte ja nur die Kisten und dann da über den Zaun. Ich meine, so schwer ist das doch nicht. Ist das Spiel aber leider zu linear. Guck mal, das sieht aus wie ein Pfeil. Wie komme ich durch? Ist da rein, aber wie? Das Blech wegschieben. Bist du hier? Nee, geht leider nicht. Habe ich einen Punkt übersehen? Kann natürlich auch sein. Hallo? Lass mich rein. Ich guck nochmal. Vielleicht habe ich da so einen weißen Punkt übersehen. Dann gucken wir mal. Leider auch kein Öl zum Auffüllen, sonst würde ich ja mal die große Laterne anmachen. Hallo, mein Freund, hast du einen Schlüssel dabei? Nein, hast du nicht. Ach so. Schlaufi. Oh, du hast recht, Liv. Du? Hey, you! They got the boss. Nasty wound. I wanted to get her the first aid kit in the Hawkins warehouse, but there's one of those poor bastards in it. Too dangerous. I'll see what I can. Knall ich ab. Bosskampf? Ciao. Problem gelöst. So, dann retten wir doch die liebe Kit. One first aid kit. Two wounded people. Who deserves it? Ach. Oh, tot. Hope his boss will have more luck. Nein, achso, ich wollte gerade sagen, ich komme nicht raus.